Sie versteckt sich, die siebenjährige Sarah mit ihren Eltern vor Gericht. Denn sie hat Angst. Angst vor diesem Mann. Michael A. Ihm wird heute der Prozess gemacht. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Er hat das syrische Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft missbraucht. Was mich am meisten fertig gemacht hat, ist, dass er es war. Wir sind vor dem Krieg geflüchtet, wo wir Schlimmes erlebt haben. Und dann erleben wir hier, dass ein deutscher Mann, ein Sicherheitsmann, angestellt beim Roten Kreuz, uns so etwas antut. Im ersten Moment fühlte ich mich, als hätte ich meine Kinder aus einer Hölle gebracht, um dann an einem noch schlimmeren Ort zu landen. Es ist der 14. November letzten Jahres. Sarah ist mit ihrer Familie in dieser ehemaligen Kaserne in Höxter untergebracht. Das Heim ist mittlerweile geschlossen. Die Familie ist erst seit 10 Tagen in Deutschland. Es ist Abendessenzeit. Wir saßen unten im Essenssaal. Meine Tochter spielte mit den anderen Kindern. Mein Mann war fertig und ging schon mal hoch in unser Zimmer. Kurz darauf wollte auch ich hoch. Also rief ich meine Kinder, um sie mitzunehmen. Aber Sarah war schon vorgegangen. Doch Sarah kommt nicht im Zimmer an. Ein Mann zerrt sie raus, hinter das Gebäude. Er zeigt ihr einen Pornofilm auf seinem Handy. Sarah will sich losreißen, doch er hält sie fest. Er missbraucht sie. Endlose Minuten. Dann gelingt es ihr, wegzulaufen. Sie war klitschnass. Draußen regnete es in Strömen. Ich fragte, wo bist du gewesen? Sie sagte, jemand hat mich mit nach draußen genommen. Er habe versucht, ihr die Hose runterzuziehen und seine Hand an ihre... Und dass er seinen Penis herausgeholt habe und versucht habe, ihn ihr in den Mund zu stecken. Sarahs Erinnerungen waren noch frisch. Sie erzählte alles im Detail. Ich ging runter und suchte intuitiv nach einem arabischen Mann, nicht nach einem der Sicherheitsleute. Niemals wäre mir das in den Sinn gekommen. Ich griff nach ihrer Hand und fragte, wer war es? Sag es mir, wo ist er? Sie sagte, keiner von denen. Ich nahm sie zur Seite und fragte Sarah, hast du vergessen, wie er aussieht? Sie sagte, nein, ich habe es nicht vergessen. Und da kam er aus der Küche. Er hatte sein Hemd gewechselt. Sarah sagte sofort, Mama, der ist es. Die Eltern rufen einen Dolmetscher. Der ergreift den Mann und holt die Polizei. Der Täter wird festgenommen. Das Unfassbare: Michael A. ist 13-fach vorbestraft, auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das DRK in Höxter hatte ihn kurzfristig als Pförtner in der Notunterkunft eingestellt. Das Mädchen und seine Familie wurden nach dem Vorfall in eine andere Unterkunft gebracht. Bis heute fällt es den Eltern schwer, über das, was ihrer Tochter passiert ist, zu reden. Aber ihnen ist wichtig, dass das Schweigen gebrochen wird. Das Schlimme ist, dass ich mittlerweile weiß, dass so etwas auch anderen Flüchtlingsfamilien passiert ist. Ich rede hier nicht nur von Belästigung, sondern von Vergewaltigung. Und sie sagen nichts, weil sie Angst haben. Das Gericht verurteilt den Peiniger der kleinen Sarah zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung. Für die Eltern des Mädchens nur eine kleine Genugtuung. Ihnen geht es vor allem um eines. Es gilt doch für alle, egal ob Deutscher oder Flüchtling. Keiner sollte schweigen, jeder sollte sein Recht einfordern. Meine Tochter musste so etwas Schlimmes durchmachen und viele andere Mädchen auch. Daher habe ich nicht geschwiegen und werde auch in Zukunft nicht schweigen.